So, es ist soweit. Im Rahmen der Abschlussparty vom ADAC Cruise Cup wollen wir endlich die Gewinner ihre Race Star Office zulosen. Alle, die in der Race Star Challenge der beiden Ligen TCM und LTTC 90% ihrer Rennen gefahren haben, dürfen teilnehmen an der Verlosung. Und bei mir ist Dominik Greiner sozusagen als Glücksfee. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und herzlich willkommen. Gerne, gerne. Schönen guten Abend. Aber du sollst auch nicht wegkommen, ohne ein paar kräftige Aussagen loszuwerden. Ihr vom Wichers Motorsport seid Ausstatter für den ADAC Cruise Cup. Wie zufrieden bist du mit der ersten Saison? Sehr zufrieden. Wir hatten jetzt 16 Fahrzeuge am Start beim Finale und es lief sehr gut. Wir haben einen guten Gewinner, einen glücklichen Gewinner, der konstant gepunktet hat. Das Ahrens-Team aus Braunschweig mit dem ehemaligen Formel 1-Fahrer Kurt Ahrens als Vater und Teamchef haben verdient gewonnen, haben in jedem Rennen gepunktet, was sehr wichtig ist in der Meisterschaft und ein schönes Gewinnerteam. Was uns natürlich auch interessiert, via WTTC. Wie zufrieden bist du mit eurem Saisonergebnis bisher von Vija Sport? Das Jahr ist momentan sehr durchwachsen für uns. Ist nicht unbedingt sehr zufriedenstellend. Wir hoffen, dass wir jetzt bei den letzten beiden Rennen in Japan und Macau bessere Punkte, bessere Platzierungen holen können und das Ende der Saison ein bisschen schöner einläuten können. Wir haben mal darüber gesprochen, Simracing, alles Motorsportfans. Inwiefern hast du dich mal auseinandergesetzt mit einer schönen Simulation? Ich weiß, dass du zum Beispiel SimBim Race 07 sehr gut kennst. Genau. Ja, seitdem ich euch kenne, verfolge ich das Thema ein bisschen intensiver. Und jetzt im Rahmen der WM in Oschersleben war auch das Race Room von Caveda. Und da haben wir schon den einen oder anderen Abend nach der Arbeit genutzt und haben da ein bisschen rumgespielt und macht Spaß. Und ich muss sagen, die PC-Spiele in diesem Jahr sind wirklich sehr realistisch vom Fahrverhalten her. Also ist sehr schön. Welche Strecke würdest du sagen, sieht aus der Boxengasse wesentlich einfacher aus wie in einem Simulator? Schwere Frage. So viele Spiele habe ich noch nicht gespielt, dass ich das beurteilen kann. Aber wir sind alle sehr realistisch geworden. Also von daher mache ich mir keine Sorgen. Und ich denke mal, alle werden Spaß haben bei diesen Spielen. Wir werden jetzt auslosen. Und zwar der Gewinner, der jetzt ein Race to Office gewinnen kann, ist gefahren in einer Serie, die sehr von den Reglement vergleichbar ist mit der Via WTCC. Okay. Ich hoffe, der Glückliche freut sich und hat Spaß daran. Also es geht um einen Race to Office. Hier in dieser, ich sag mal, Suppenschüssel sind 16 Lose. Dominik, ich möchte dich bitten, eins rauszuziehen und vorzulesen. Den Namen, den du jetzt ziehst, gewinnt einen Race to Office. Die glückliche Gewinnerin ist ein Herr, Nils Hermann. Nils Hermann, Glückwunsch, viel Spaß mit deinem Sitz. Herzlichen Glückwunsch, Nils Herrmann. Nils Herrmann war auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, muss jetzt überlegen. Ich glaube, ist sogar in den Top 3 gelandet. Oder Vierter. Vierter. Konstant. Sympathisch. Vielleicht sieht man ja irgendwann mal auf der realen Rennstrecke. Wer weiß. Ist eine gute Vorbereitung für Tourenwagenrennen. Also, wer weiß. Wie realistisch ist sowas, dass einer der ein guter Simracer ist, eventuell sich bewirbt über den Kartsport, eine Chance hat als Talent beim ADAC Cruise Cup sich zu empfehlen für andere Serien? Ich würde sagen, es ist nicht unmöglich, auf jeden Fall. Ich würde eher sagen, Simracing oder die Spiele sind eine gute Vorbereitung für Profi-Rennfahrer auf die Rennstrecken. Viele der aktiven Profi-Rennfahrer nutzen Simrace-Spiele, um sich auf neue Strecken einzustellen. Man spart halt, indem man Wochen vorher die Spiele spielt, spart man viel Zeit, die Strecke sich einzuprägen. Durch dieses Spielen lernt man wirklich die Strecke im Spiel kennen. Also ich würde eher sagen, es ist einfacher für Profis, Simrace zu spielen, als andersrum reinzukommen. Also von daher ist dieses Medium auch eine wirklich gute Hilfe für alle Fahrer. Also eine Empfehlung für alle realen Rennfahrer mal KW Race Room zu besuchen und dort mal ein paar Runden simulieren. Auf jeden Fall. Eigentlich sollte sich jeder Rennfahrer, ich sage es auch unseren Rennfahrern, es ist für jeden Rennfahrer besser, wenn er so einen Race Room Simulator-Stuhl zu Hause hat und wirklich, wenn er Lust hat, abends ein bisschen spielen. Man kann sich wirklich sehr gut vorbereiten auf die jeweiligen Rennstrecken. Das ist wirklich für jeden eine Empfehlung wert. Kauft euch so einen Stuhl. Das ist super. Also, vielen Dank, Dominik. Gleich geht's weiter. Verlosen werden wir noch den glücklichen Gewinner von der LTCC. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. Alles klar. Okay. Weiter geht's. Wir verlosen jetzt den zweiten Race to Office. 13 Fahrer der LTCC sind beteiligt in der Lostrommel mit dabei und dürfen sich gleich über einen Race to Office freuen. Dominik, als Motorsportfan, nächstes Jahr gibt es den Einheitsmotor bei der WTCC. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten und gehört, dass es noch viele Missverständnisse gibt. Was hältst du von diesem Konzept, beziehungsweise welche grundlegenden Informationen sollten Motorsportfans wissen, damit es da keine Diskussionen gibt, ob es
die Werksteams eventuell uninteressant gestalten könnte. Der Einheitsmotor ist auf jeden Fall eine gute Idee. Er wird in den ersten Jahren wirklich stark die Kosten reduzieren der Teams. Einheitsmotor muss man in dem Fall auch ein bisschen anders erklären. Jeder Hersteller, BMW, Chevrolet, Seat, stellt einen eigenen Motor her. Es ist immer noch ein BMW-Motor, es ist immer noch ein Chevrolet-Motor. Er wird nach einem von der FIA vorgelegten Reglement gebaut, nennt sich so Einheitsmotor, ist aber immer noch ein BMW-Motor. Also wo ein BMW drauf ist, ist auch ein BMW drin. Von daher sollten sich die Fans keine Sorgen machen, es ist immer noch ein BMW-Motor. Heißt das auch andersrum, dass Teams wie Vichas Motorsport nächstes Jahr eventuell auch mehr Siegeschancen hätten? Das erhöht sich nicht automatisch dadurch, nein. Die Chancen sind immer noch gleich für alle. Die Werksteams haben natürlich ein bisschen mehr Erfahrung, die testen mehr. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, aber der Motor an sich ist für alle gleich. Was, wen sehen wir nächstes Jahr bei euch im Cockpit? Wir haben jetzt Mitte Oktober. Es ist leider noch ein bisschen zu früh, irgendwas dazu zu sagen. Wir arbeiten dran. Ich hoffe, zur Essen Motor Show in dem Zeitraum, Dezember, Mitte Dezember, Ende Dezember, wissen wir mehr. Auf jeden Fall jetzt ist noch viel zu früh, da was zu sagen, leider. Wir haben es geahnt, aber wir versuchen es in Januar nochmal, wenn wir uns treffen in Leipzig. Genau. GK Motorsport ist nämlich dein zweites Motorsport-Team. Richtig. Erzähl uns bitte da was rüber. GK Motorsport ist unser K-Team, das wir Anfang des Jahres 2009 gegründet haben. Niklas Königbauer und ich. Einfach nur aus Spaß, an der Freude. Kartsport gehört zum Motorsport dazu. Und wir haben einfach alle unsere Kontakte gebündelt und haben in diesem Jahr, ich denke, eine ganz lustige Truppe auf die Beine gestellt. Du warst auch da mit deiner Truppe. Ich denke, wir waren ganz gut dabei und hatten Spaß. Wir hatten die Pole Position geholt. Im Rennen, klar, waren dann die einheimischen lokalen Fahrer stärker als wir. Aber wir waren mit so Größen wie Jörg Müller, Michael Ammermüller, Christopher Mies etc. waren wir wirklich gut aufgestellt. Unser Fahrer Mehdi Benani, der jetzt in der WM dabei ist, war ja auch dabei. Also von dem her hatten wir eine ganz gute Mannschaft. Und ich kann versprechen, wir werden 2011 mit einer sehr guten Mannschaft hier auftauchen. Es ist bald soweit. Ende Januar 2011 ist das 24-Stunden-Rennen in der blauen Hölle zu Leipzig. Das heißt, die Fans, die sich freuen dürfen auf ein ähnliches Team, wie sie es 2010 von, bei euch erleben durften. Richtig. Wir werden in Kürze auch unser Fahrerkader für 2011 nominieren. Viele der Fahrer werden sich wiedersehen aus dem letztjährigen Kalender. Ich denke, wir werden noch gute Überraschungen haben. Freut euch. Wir freuen uns. Kommen wir weiter. Wir kommen jetzt zu der zweiten Verlosung. 13 Member freuen sich jetzt auf ein Raystar Office. Dominik, Weite deines Amtes als Glücksfee. Der oder die Gewinnerin heißt Herr oder Frau Brani Adam. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß und ich denke, das ist ein schönes Produkt und viel Spaß für die nächsten Jahre damit. Zu Brani Adam gibt es folgende Geschichte. Brani Adam ist der Administrator gewesen der TCM. Okay. Und Brani Adam ist im wahrsten Sinne des Wortes ein schneller Rennoper. Ah, okay. Also ein etwas älterer Herr. Richtig, aber ein sehr schneller, wirklich noch schneller auf der virtuellen Strecke unterwegs ist. Ja, finde ich schön, dass auch das ältere Kaliber Spaß an der Freude hat und sich mit dem Medium Computer, Sim Racing auskennt und mitmacht. Sehr schön. Ich denke, das trifft die Richtigen. Brani, sei mir nicht böse für diese Anekdote. Es war nicht persönlich gemeint. Du weißt, wie es gemeint war. Top. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Wirklich. Das war's. Vielen Dank, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast, zwei Gewinner zu ziehen. Vielen Dank. Und würde ich vorschlagen, wir feiern jetzt weiter. Auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter. Party Part 2 vom ADAC Cruise Cup Finale hier aus Oschersleben. Vielen Dank.